in der Stadt wohnt, dann erlebt man die Stadt ja nur mehr berufsmäßig. In der Hauptsache nicht mehr die ästhetischen Reize der Stadt. Es ist gerade Karlsruhe in einer besonderen Situation durch die vielen verkehrstechnischen Umbauten. Also Karlsruhe ist gewissermaßen eine einzige und ewige Baustelle. Aber jetzt ist es die Aufgabe der Kunst, nicht der Verschönerung, sondern Ästhetik heißt ja Wahrnehmung, auf Griechisch Aesthesis. Das ist die Aufgabe der Kunst, die Wahrnehmung zu ändern. Dadurch mache ich ein Projekt, das heißt, die Stadt ist der Staat. Des Stadtgeburtstages auch an in den öffentlichen Raum zu gehen. Insofern wird das ZKM mit Unterstützung des Stadtmarketings und der KASIK mehrere Großinstallationen im Stadtgebiet realisieren. Wir haben international bedeutsame Künstler eingeladen, die vor Ort waren, die auch die Baustellensituation gesehen haben und darauf innovativ reagieren werden. Wir haben beispielsweise Leandro Ehrlich aus Argentinien hier gehabt, der vermutlich was mit Baukränen machen wird. Das heißt, er wird die Werkzeuge dieses Baustellen-Desasters, wenn man es mal so bezeichnen will, sinnvoll nutzt und damit eine künstlerische Intervention im Stadtraum machen wird. Eine Chance und machen die Baustellen dadurch erlebbar. Und ich bin sehr gespannt, was uns Peter Weibel aus der ganzen Welt auf die Baustellen stellen wird. Wir schauen jetzt wunderbar, wie diese Baustelle gut ausschauen kann. Ja, wunderbar, was hier mit dieser Baustelle passiert ist. Was das sein wird, möchte ich nicht verraten, aber es wird sicherlich Gegenstand sein für viele Fotografien, also für die sogenannte Selfie-Generation. Jeder wird da stolz sein, dass er sich neben diesem Kunstwerk fotografieren lassen kann.